Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, Freunde, da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes, ein gutes Wochenende. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, Montagnacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, wir haben Montag ja immer eine freie Themennacht, dann ran ans Telefon und wählt hier unsere kostenfreie Telefonnummer 0800 220 5050. Faxt mir unter 0800 220 5051 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Wenn ihr faxt und mailt, bitte die Telefonnummer draufschreiben. So, und jetzt geht's gleich los, ohne lange und große Vorreden, mit Rita. Und Rita ist 43 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Rita. Ich sehe sehr oft deine Sendung und ich habe gedacht, ich könnte mich mal an dich wenden. Ja. Es geht darum um meine Tochter, die wird jetzt 17 nächsten Monat. Und ich mache mir ein bisschen Gedanken, obwohl sie einen festen Freund hat, möchte sie aber gerne mal mit einer Frau schlafen. Ach, das hat sie dir einfach so gesagt? Ja, ich muss sagen, wir führen eine offene Beziehung in unserer Familie. Das heißt, ihr seid Freundinnen quasi, ihr beiden? Ja, ja. Doch. Was heißt offene Beziehung in der Familie? Ja, wir reden über alles, über Sex, ja. Eigentlich so alles, über Partner und so. Ja, das ist auch toll. Und da meinte ich letztens, wo ich mal von der Arbeit kam, ich sag auch so, ich habe eine Hübsche bei uns in der Firma und so. Und da sprang sie gleich drauf an und meinte, sieht sie gut aus. Ich sage, ja, sag ich. Ja. Und da sage ich, wolltest du wissen, ob die lesbisch ist? Ja. Ich sage, das weiß ich noch nicht. Ich habe sie noch nicht gefragt. Ja. Und er sagt, du kannst sie ja mal fragen. Und das mache ich mir, wir füllen die Worte jetzt noch. Ja, aber dann kannst du ja mal sagen, ich hast eine hübsche Tochter. Ach. Ich denk, ups. So geht sie ran, obwohl sie einen Freund hat? Ja, und das ist das. Das war merkwürdig. Ja, und die würde auch, und der Freund war letztens auch dabei beim Gespräch, ja? Sie würde auch mit einem Mädchen vorm Freund mit dem Schlafen. Ach, das ist ja schon kurios. Sie möchte nicht, dass er mit ihr was hat. Aha. Also ich finde erstmal schon kurios, aber warum nicht? Im Prinzip finde ich es auch toll, aber ungewöhnlich, dass ihr so in der Familie da auch so offen, sogar in den Details, das beratschlagt. Ja, gut, doch. Aber es ist ja eine gute Sache letztendlich. Ja, aber ich denke mir bald, ich mache mir bald Sorgen, weil, weißt du, vor einem Jahr war sie noch schlank. Mhm. Sie ist ein kleines Problemkind bei mir gewesen, ja? Und sie ist bei Zeiten, hat mir der Freund vor einem Jahr weggenommen. Aus Stuttgart mir einfach weggeholt über Nacht. Mhm. Und in dem einen Jahr ist sie etwas dick geworden. Und während sie bei dem Freund jetzt lebt? Ja, sie wohnt aber jetzt wieder bei mir. Ja. Ich habe sie wieder zu mir geholt, schon vom Psychischen her. Hast du denn den Eindruck, dass ihr diese Beziehung nicht gut getan hat oder gut tut? Ja, genau. Das denke ich bald auch. Mhm. Und zwar, wir haben auch drüber gesprochen, über Streicheleinheiten dem Partner gegenüber. Ja. Und da meint sie ja auch, nö, wieso? Sie lässt sich praktisch nur, sie lässt sich streicheln. Ich sage, ja, aber man muss das von beider Seiten geben, sage ich. Also, und ich denke mir bald auch dadurch, weil sie ein bisschen jetzt korpulenter ist, hat sie, denke ich, bald Angst, wenn sie einen anderen Partner kennenlernen würde oder einen anderen Freund, so, dass ich bald denke, die Neigung mehr bald zu den Mädchen, weil sie hat schon hat sie mir jetzt gebeichtet, nämlich geküsst. Ein Mädchen. Ja, hat sie sich auch geknutscht. Nun kann es ja sein, dass sie, das ist jetzt wilde Spekulation, aber man kann es ja sich mal überlegen. Vielleicht ist sie ja sehr unglücklich und unzufrieden in dieser Beziehung, dass sie deshalb auch ein bisschen dicker geworden ist. Und wenn du sagst, dass die Streicheleinheiten nur einseitig stattfinden, deutet das ja auch darauf hin, dass da einiges im Argen ist. Warum ist sie eigentlich zurückgekommen? Hast du sie zurückgeholt? Habe ich das richtig verstanden gerade? Ich wohne jetzt wieder in meiner Heimat, wo sie nur ein paar Kilometer bei ihrem Freund gewohnt hat. Ach so. Sie können sich aber jedes Wochenende sehen und sie wollte, dass sie ihre Schule weitermacht. Ja. Und sie hatte ist ja auch vernünftig. Und in dem Alter finde ich, das mit dem Zusammenwohnen muss ja auch noch nicht so sein. Genau, richtig. Was sagt sie denn zu der Beziehung? Ist sie glücklich mit ihrem Freund? Oder? Ja, es gab jetzt am Wochenende wieder so eine Phase, er hat sich Bilder runtergeladen mit riesengroßen Brüste. Und dadurch, weil sie zugenommen hat, sie hat genug für ihr Alter. Und das ist das, wo er sich schon wieder wehgetan hat. Und ich denke mir mal immer, dass sie dadurch dann vielleicht wieder mehr neigt, dann wieder um
glaube, er treibt sie vielleicht manchmal danach. Ja, ja, das weiß ich nicht. Also, wenn sie so klar dich schon gefragt hat, ist das eine Hübsche da, kann es ja durchaus sein, dass sie so eine Ader in sich hat, dass sie eine Bisexualität in sich trägt, oder ist sie vielleicht sogar irgendwann mal lesbisch wird, weiß ich nicht, aber zumindest fast ein bisexuelles Interesse, so können wir es ja nennen. Doch, ich glaube, auch ja. Kosten so sie. Rita, dann würde ich an deiner Stelle, wenn ich die Mutter wäre, sagen, wenn sie ist 17 Jahre alt. Ist ja, die war 17. Ja, eine junge, erwachsene Frau. Ja. Lass sie machen, wenn sie die Erfahrung machen will. Soll sie die machen? Es ist nur die Frage jetzt, wie sie das mit ihrer Beziehung da unter einen Hut kriegt. Wenn es gar in einem Dreier stattfinden kann, na gut, dann halt so. Dann gut. Und da muss so. Ich noch dazu sagen, er erdrückt sie auch sehr. Ich habe gesagt, sie braucht ihre Freiheiten noch mit 17. Also es sind hier zwei verschiedene Probleme. Es ist einmal das Problem, ist die Beziehung in Ordnung zwischen deiner Tochter und dem Freund? Mir scheint, dass da einiges nicht in Ordnung ist. Aufgrund, das ist es ja. Ne? Da könntest du vielleicht beratend auch als Freundin ein bisschen zur Seite stehen und ihr da vielleicht ein bisschen aus der Bredouille helfen. So, und das andere Thema ist, soll sie eine lesbische Erfahrung machen, wenn sie das will? Ich sage ja, natürlich, wenn sie es will. Warum nicht? Mhm. Warum nicht? Da spricht gar nichts gegen. Ja, ja. Das sind die beiden Sachen, so würde ich es dir antworten. Ja. Ja, werde ich auch machen, ne? Deswegen ja. Ich habe gesagt, du musst testen, was du empfindest, ne? Ja. Sie muss es, denke ich mal, auch rausfinden, ob sie wirklich vielleicht mehr neigt zu Frauen. So, und das kann sie nur rausfinden, indem sie es tut. Ja. Ne? Das kann man nicht bereden oder theoretisch erörtern, das muss man machen. Ja, genau. So, in dem Sinne würde ich jetzt an deiner Stelle mit dir sprechen. Aber auf einer Art wieder möchte sie aber sofort ein Kind haben. Ja, das rede ihr aber wirklich mal aus in dem das Alter. Das habe ich schon. Da hat sie noch lange Zeit und sie soll erstmal Erfahrungen machen, sich austoben. Ein Kind kann sie in 10 Jahren, kann sie auch in 20 Jahren. Nein, ich sage mal, das Leben soll sie genießen. So, genau. Ja, ich finde es klasse, dass ihr da so offen redet in der Familie. Ist nicht normal. Wirklich nicht üblich. Echt? Nee, doch, sie kommt auch wegen jedem Problem, wenn sie Probleme hat mit ihrem Freund. Super. Doch, eigentlich, doch. Und das finde ich, ist es auch in den wenigsten Familien. Das, glaube ich, ist das auch, wo man sich mit den Kindern mehr beschäftigen sollte. Ja, unbedingt. Ne? So. Wo ich auch immer den Müttern das sage, die sollen sich wirklich Zeit nehmen, vor allem auch für die Töchter. Ja. Mit Aufklärung und alles. Guter Tipp. Du grüßt sehr herzlich von mir. Jo, mache ich. Rita, alles Gute. Das hat ihren Freund. Und sie weiß auch, dass ich heute mit telefoniere. Ja, umso besser. Also grüß sie wirklich herzlich von mir. Ja, mache ich. Okay, tschüss. Und schönen Abend noch. Tschüss. Jo. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer live, um hier live in die Sendung zu kommen, die ja live stattfindet hier im Radio und im Fernsehen. Und jetzt haben wir hier die Steffi. Steffi ist 20. Hallo Steffi. Hallo. Steffi schweigt. Nee, Steffi ist da. Steffi ist da, das ist ja wunderbar. So muss es doch sein. Das heißt, es kann jetzt losgehen. Es kann losgehen, genau. Um was geht's denn, Steffi? Ja, es geht darum, dass ich vor ungefähr einer Dreiviertelstunde meinem Freund beim Sex mit einem Mann zugeguckt habe. Wie bitte? Heimlich oder wusste er? Nein, das war gewollt. Ich wollte das so. Und Mensch, ich habe den Eindruck, die Dreier greifen um sich. Ich höre in der letzten Zeit so viele Geschichten von Dreiern. Das war ja kein Dreier, das war ja nur ein Zweier, der Mann und mein Freund. Naja gut, aber du warst ja dabei. Ja, ich wollte das mal sehen. Erzähl mal von Anfang an. Erstmal, wie lange seid ihr zusammen? Fast anderthalb Jahre. Ja, ist schon eine solide Zeit. Also wir haben auch schon mal telefoniert. So, kann ich mich jetzt nur aufgrund des Namens nicht erinnern. Aber ist ja egal, lass uns über dieses Thema hier reden. Machen wir. Ne? Ist eine gute Zeit, über ein Jahr. Wart ihr euch bisher immer treu? Nein. Nein? Also ich nicht. Du nicht? Nein. Das heißt, wie viel Mal bist du ihm fremdgegangen? Einmal. Und er weiß das inzwischen? Ja, ich habe es ihm gleich gesagt. Gut, haben wir das auch geklärt. Wie kam denn jetzt die Idee mit dem anderen Typ? Ja, ich habe immer vorher schon zu ihm aus Spaß gesagt. Ich sage, mach das mal, die Vorstellung. Ja, die wird mich schon irgendwo erregen. Also dich, die Steffi erregt die Vorstellung, wenn der Freund mit einem anderen Typ Sex hat. Genau. Ja. Und wie hat dein Freund darauf reagiert? Er hat erst geglaubt, das wäre ein Spaß. Ja. Bis gestern Abend. Und da würden die meisten Jungs wohl glauben, das ist ein Spaß. Ja, weil die meisten Frauen, die sehen das ja nicht so, ne, locker wie manch andere, also so wie ich. So, bis gestern Abend, was war gestern Abend? Ja, da habe ich zu ihm gesagt, ach ja, ich würde das ganz gerne mal sehen. Ich möchte das mal wissen, ob das hinterher dann wirklich noch so geil für mich ist, wie es halt die Vorstellung ist. Ja, also gestern Abend das Thema nochmal auf den Tisch gelegt. Genau. Da hat er dann wie reagiert gestern?
Ja, erst hat er gelacht und dann hat er hinterher doch gesagt, okay, wenn du das ganz gerne mal sehen möchtest, dann machen wir das. Hat er denn schon irgendwelche Beziehungen mit Männern vorher gemacht? Beziehungen hatte er mit Männern nicht, aber er hatte schon was mit Männern vor meiner Zeit. Ach so, also so eine leichte bisexuellen Touch hat er. Genau. Gute Voraussetzung. Ja, ja, und dann haben wir uns gestern Abend um 9 überlegt, wir können ja eigentlich mal dann so im SMS-Chat so eine Anzeige reinsetzen. Gesagt, getan. Genau, und da kam nichts und dann war ich heute Nachmittag, wo er arbeiten war, kam ich auf die Idee, okay, machst du heute Nachmittag nochmal. Ja. Ja, und dann hat sich auch einer gemeldet und der kam heute Abend um 11 vorbei. Ja. Ja, und dann ist er so um 11:45 ist er dann wieder abgehauen. Also eine gute Stunde war er da. Genau. Wohnt ihr zusammen? Ja, wir wohnen zusammen. Das heißt, du rufst jetzt aus eurer Wohnung an und dein Freund ist auch noch irgendwo am Schlafen? Ja, der ist neben mir. Ach, der ist neben dir? Der weiß das, ja. Das heißt, ich könnte vielleicht gleich auch ein paar Worte mit ihm noch reden. Ja, klar. Ja. So, dann kam der fremde Mann kam dann um 11 zu euch. Genau. Und dann? Ja, dann ging das eigentlich ganz schnell, also die haben sich eigentlich ganz schnell ausgezogen. Ja? Ja. War das ein schwuler Mann oder war das auch ein bisexueller Mann? Das war auch ein bisexueller. Ja. So, das fand dann in eurem Schlafzimmer statt, oder wo? Nee, wir haben so eine Einzimmerwohnung. Achso, also im Zimmer, auf der Couch wahrscheinlich dann? Nee, im Bett. Im Bett. Und wo also hast... die Couch ist gleich neben dem Bett. Okay, und wo hast du gesessen? Auf der Couch. Auf der Couch, angezogen? Ja, natürlich. Ja, natürlich ist das nicht. Es kann ja auch sein, dass du hättest ja auch nackt daneben sitzen können. Ja, hätte ich. Hättest du. So, jetzt haben die beiden Jungs haben gewisse Dinge miteinander gemacht. Ja. Sehr krasse Einiges. Dinge. Einiges. Alles? Ja, Oralverkehr, Geschlechtsverkehr. Analverkehr auch? Ja. Hey. Ja. So. Und da hast du gesehen, wie dein Freund mit einem anderen Mann so intim miteinander umging. Ja. Was ist jetzt in dir vorgegangen währenddessen? Gar nichts. Gar nichts? Also das ließ mich eigentlich relativ kalt. Also die Vorstellung war doch erregender, als es im Endeffekt für mich war. Also es hat dich weder erregt, noch hat es sich irgendwie eifersüchtig gemacht oder so? Nö, gar nichts. Du hast da ganz, ganz entspannt gesessen. Ja, wie so ein Film im Prinzip. Ja. Da ist ein Fernseher und da guckt man jetzt halt hin. Hast deine Chips dabei gegessen wahrscheinlich? Nee, geraucht habe ich aber. Das Bild für die Götter war das ja wahrscheinlich. Und es ist nichts in dir passiert, keine Erregung. Du wolltest nicht irgendwie doch auch die Kleider vom Leib reißen und dazuspringen oder irgend sowas. Nee, also der fremde Mann, der wollte schon, dass ich dazukomme. Ach so. Aber ich wollte nicht. Also der hat auch nicht so gefallen. Ach so. Aber der fremde Mann hat deinem Freund gefallen. Ja. Mhm. So, jetzt ist das gerade mal eine Dreiviertelstunde her oder ein bisschen länger. Ja. Und jetzt war es das, ne? Nochmal, musst du es nicht haben, oder wie? Also wenn er das ganz gerne nochmal machen möchte, dann soll er das machen. Und solange er mir das dann sagt und solange ich davon weiß, aber so dabei sein, nee, würde ich nicht nochmal. ist nicht deine Sache. Aber dann seid ihr wirklich ein tolerantes Paar, finde ich. Wenn du sagst, okay, wenn er Bock drauf hat, soll er machen. Er kann es mir sagen, aber weiter interessiert mich das nicht. Finde ich gut. Ich finde das wunderbar, Steffi, so eine Einstellung. Also ich finde, wenn er was mit einem anderen Mann hat, finde ich, ist das nicht so schlimm, als wäre es eine Frau. Ja, sagst du so. Wenn er sich aber in den verlieben würde, ist die Konkurrenz genauso da. Ja klar, weil ich nicht das habe, was er hat. Ja. Aber das glaube ich nicht, weil so Männer findet er eigentlich richtig eklig. So, da steht er nicht drauf. So, jetzt muss ich ihn aber mal kurz sprechen. Wir reden gleich nochmal miteinander. Steffi, gib ihn mir mal. Moment. Ja. Hallo? Ja, hallo, mit wem spreche ich denn? Mit wem? Sven. Ja, genau. Ist ja eine heiße Geschichte, die wir gerade gehört haben, Sven. Ja, ist bei uns öfter so. warst du nicht baff, als die Steffi das dir so angeboten hat oder sich das gewünscht hat? Sie will mal zugucken? Ja, ich habe ihr das ehrlich gesagt gar nicht geglaubt, weil ich konnte mir das eigentlich ganz, ganz schlecht nur vorstellen, dass da wirklich eine Frau sowas toll finden würde. Ja. Naja, das sag mal nicht. Also ich glaube schon, dass viele Frauen das schon auch sehr erregend finden. Nun gut, du hast es dir nicht vorstellen können, ja. Nee, schlecht eigentlich nur. Ja. Deswegen habe ich das, sie hat das schon öfters mal gesagt, aber ich habe das nicht für voll genommen. Und gestern haben wir halt dann da auch mal ganz offen drüber gesprochen. Ja. Und ja, und dann habe ich dann halt gesagt, okay, gut, dann gucken wir einfach mal. Steffi sagte, dass du schon früher mal bisexuelle Erfahrungen gesammelt hast. Ja. Das heißt, es war jetzt für dich kein absolutes Neuland. Nein, das habe ich vorher, aber
aber da waren wir auch noch nicht zusammen, also das war schon eine Zeit lang her. Hat dir denn der Typ heute gefallen, der da plötzlich auftauchte? Das ist mir eigentlich relativ egal, wie der aussieht. Aber es muss dich ja irgendwie anmachen. Das hat dich ja dann angemacht heute, oder? Ja, schon. Nur mir ist es eigentlich nicht so wichtig, wie der Kerl aussieht, weil so mit Männern kann ich so an sich... Was ist dir denn wichtig an Typen, wenn du mit Typen Sex hast? Ja, das Wesentliche dann halt, also ja. Das Wesentliche. Der kleine Mann muss richtig groß sein, oder was? Nein, das ist eigentlich relativ egal. Aber er muss in guter Form sein, sagen wir es so. Ja, schon etwas. Also das konzentriert sich im Endeffekt dann nur auf seinen Teil halt. Der Rest ist mir relativ egal. Also ich könnte auch nie was mit einem Mann sowas anfangen oder mit einem Mann zusammenleben, weil das gibt mir eigentlich dann gar nichts. Also wenn ist das rein penisorientiert, alles andere interessiert dich nicht. Ja. Ja. Genau. Hast du den geküsst vorhin? Nein. Nee. Also das finde ich, also das kann ich mir auch ganz, ganz schlecht vorstellen. Das finde ich richtig ekelhaft. Richtig. Aber du hast das mit ihm Oralverkehr. Ja. Das findest du dann nicht ekelhaft? Nein, das glaube ich dann kein Problem mit. Ja, kann ich gut verstehen. Ich finde Küssen auch intimer als Oralverkehr. Ja, sehe ich auch. Ja, ist so. Es ist irgendwie ein bisschen Banane, aber ich empfinde das auch so. Ja, wir haben ja auch schon gehen auch ab und zu mal in den Swingerclub oder sowas und da würde ich dann auch keine andere Frau küssen oder sowas, weil ich einfach sage, das mache ich dann nur mit meiner Freundin. Das ist mir dann. Jetzt hat Steffi gerade gesagt, sie muss es nicht normal haben, wenn er ab und zu will, kann er. Will er? Willst du? Ab und zu mal? Kann ich jetzt so noch gar nicht sagen. Das ist eigentlich noch alles so frisch, aber ich denke, kann vielleicht noch mal passieren, aber das wäre dann wirklich so der Ausnahmefall. Ja. Also tolle, offene Beziehung und wenn man sich das alles ehrlich erzählt, finde ich das völlig in Ordnung. Hm. Sven, danke. Gib mir noch mal kurz die Steffi. Ja, mache ich. Tschüss. Hallo? So, Steffi, noch eine Frage an dich. So einen richtig schönen Dreier mit zwei Männern, wenn er dir auch gefallen würde, der dritte, wäre das denn nichts? Ja, das haben wir auch schon gehabt. Ach, das habt ihr auch schon gehabt? Ja. Ja. Was habt ihr? Habt ihr schon sehr viel ausprobiert, offensichtlich? Ja, wir sind das erste Mal ins Swingerclub schon gegangen, da waren wir erst 2,5 Monate zusammen und wir kamen wieder und danach haben wir dich angerufen. Ah. Ja. Jetzt erinnere mich in der Tat. Echt? Ja, weil das so sehr ungewöhnlich war, wenn man so frisch zusammen ist und in dem Alter das dann gleich zu machen. Genau. Also, hat dir das gefallen mit zwei Männern? Nö. Also mit einer zweiten Frau finde ich schöner. Okay, also ich bin sicher, wir werden von euch noch viel hören. Ja, das glaube ich auch. Wenn das so weitergeht. Immer so ganz frisch, wenn es gerade passiert ist, dann ruft Steffi an und erzählt es uns. Genau, ne? Also wenn Steffi nochmal anruft und sagt, ist ganz frisch, dann weiß ich, wie es ist. Weiß ich genau, was abgeht. Genau. Danke für den Anruf. Okay, bitteschön. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch nochmal hinweisen auf die wunderbare, perfekt gestaltete und tolle Internetseite nachtlager.de von Gordon Voss. Das ist wirklich eine ganz tolle Fanseite, die von dem Gordon betreut wird und auch immer wieder neu aufgezogen wird und er beschäftigt sich sehr viel damit. Da gibt es mal wieder, das haben wir ja schon mal gemacht, schon ein paar Mal gemacht, eine Abstimmung für ein Lieblingsthema. Also wenn ihr abstimmen wollt, was wir demnächst mal wieder für ein Thema hier machen wollen oder sollen, was euch besonders gut gefallen hat, wo ihr sagt, das sollen die nochmal machen, da gab es gute Geschichten und interessante Anrufer, dann klickt euch mal rein bei nachtlager.de. Ihr könnt aber auch sehr gerne mal bei domian.de reingucken. Da gibt es auch viele Informationen und Hintergrundfakten zu unserer Sendung. Nachtlager.de, domian.de. Beate, 43 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Beate. Du klingst aber sehr traurig. Ja, bin ich auch. Ist alles ein bisschen peinlich jetzt. Was ist los? Ja, ich kenne einen Mann von 4 Jahren und der ist verheiratet. Ja. Mir eben auch schon gesagt, dass er sich trennen wollte, so am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, für 6 Wochen danach. Also er wollte sich direkt trennen? Ja, hatte mir eigentlich damals auch so das Ultimatum gestellt, weil ich damals in der Zeit, als ich ihn kennenlernte, auch in einer Beziehung noch gelebt habe. Ja. Und ich wollte das dann entscheiden. Ich konnte es aber in dem Moment nicht so, weil ich eigentlich erst die eine Beziehung hinter mich bringen wollte, obwohl da auch keine Gefühle für diesen Mann in der Beziehung, der
in der ich gelebt habe, ja, nicht so empfunden habe. Aber die Beziehung ist beendet? Ja, die ist beendet, seit 2 Jahren. Mhm. Und insgesamt bist du seit 4 Jahren jetzt mit diesem verheirateten Mann zusammen, der aber immer noch verheiratet ist? Ja, und ja. Mhm. Mit Kindern? Die kleinen Kinder sind aber schon, leben allein. Ja. Das heißt, da läuft so eine geheime Beziehung bei ihm? Ja, nur nach Abruf. So. Ich fühle mich da irgendwie so wie so eine Abrufdame. Wenn er mich anruft, dann darf ich kommen. Und manchmal ist es dann monatelang gar nicht. Und ich habe dann immer wieder Kontakt gesucht und war auch diejenige, die immer nur angerufen hat. Darfst du ihn überhaupt anrufen? Wenn er mir ein Klingelzeichen gibt. Ach so. Also wenn ein Klingelzeichen kommt, heißt das, seine Frau ist nicht zu Hause oder er hat gerade einen Freiraum oder so. Ja, wenn er mal rausgeht und so oder auf der Arbeit eben, dann kann ich ihn mal anrufen. Die Frau hat überhaupt keinen blassen Schimmer von ihm? Mm-mm. Nein. Wer weiß denn überhaupt davon? Ja, ein guter Freund von mir. So. Mhm. Du bist sehr verliebt in den Mann. Ja, ich spiele auch momentan immer nur so mit Selbstmord, weil ich gar nicht mehr will. Ich will immer nur wissen, warum das so läuft, warum er mir das so antut. Und ich komme da nicht mit klar und ich habe Angst, ihm das so zu sagen, obwohl ich das konnte, aber ich habe Angst, weil wir hatten... Lass mich nochmal fragen. Du bist wirklich mit Haut und Haaren, du liebst diesen Mann wirklich. Ja. Das heißt, wenn man, es wäre kein größerer Wunsch für dich, als zu sagen, ich möchte mit diesem Mann richtig zusammen sein, eine richtige Beziehung führen. Ich möchte auch, dass er sich trennt von seiner Frau. Mhm. Weiß er das? Hast du ihm das so klar, das Herz schon mal gezeigt? Ja, gezeigt, doch. Schon. Es ist eigentlich dann immer so, damals hatte er mir dann eben gesagt, wo ich ihn monatelang nicht gesehen habe, nur wenn von mir aus kamen dann die Anrufe. Und die waren dann mal immer nur, wenn es mal hochkam, 2 Minuten. Dann dachte er, ihm wäre dann so Gerüchte zugekommen von mir, ich hätte jemand anders und was ja gar nicht wahr war. Hm. Er hat mich gar nicht nachgefragt, er hat seinen Anruf für sich so beendet, für Monate lang, bis er dann wieder Kontakt aufgenommen hat. Also, er weiß Bescheid, was mit dir los ist. Er weiß, was in deinem Herzen passiert. Ja. Was sagt er denn, was er für dich empfindet? Er sagt nur immer, dass er mich lieb hat. Lieb hat? Ja, ich... Ne, also ich hab, in den 4 Jahren hat er das zwei, drei Mal gesagt. Mein Dackel habe ich auch lieb. Ja. Ne? Der hat er in Aussicht gestellt, früher mal, irgendwann verlasse ich meine Frau und komme ganz zu dir, Beate? Ja, er wäre bereit, dann nach Hause zu gehen. Wenn ich bereit wäre, mich dafür zu entscheiden, für ihn, dann würde er nach Hause gehen und würde seiner Frau das geben. Wird wahrscheinlich erstmal ein großer Knall geben, er wird aber dann die Tür hinter sich. Aber du hast dich doch entschieden. Ja, eben erst nach 2 Jahren danach so, ne? Weil ich gesagt habe, ich muss mich erst für die Beziehung trennen. Und das war ihm zu spät, oder was? Nee, nicht. Wir hatten ja dann zwischendurch immer wieder so einen Kontakt. Nein, wenn er sagt, hier, Beate, wenn du dich klar für uns entscheidest, gehe ich von meiner Frau weg. Ja. Das verstehe ich nicht. Du hast dich doch klar jetzt für ihn entschieden. Ja. Und es ihm auch so gesagt. Ja. Aber dennoch passiert bei ihm nichts. Nee, wir hatten jetzt so die letzte, so im Mai war eigentlich der erste Kontakt wieder zwischen ihm und mir, dass wir uns auch am Telefon öfters gesprochen hatten. Mhm. Und vorher war wieder Monate Pause und... Wie ist es im Moment? Wie oft seht ihr euch im Moment? Also in den 4 Jahren habe ich ihn, wenn es hochkommt, 14-15 Mal gesehen. So wenig? Hm. Ach, und ich dachte, also das wäre... Ich habe immer gedacht, vielleicht... 14-15 Mal in 4 Jahren? Ich fühle mich das ein, dass ich ihn liebe oder ich wüsste das nicht, aber gerade weil ich ihn so wenig gesehen habe, ist so das Vermissen zu ihm, das wird immer nochmal schlimmer. Nochmal, stopp. Nochmal, in 4 Jahren... 14, 15, 16 Mal nur gesehen. Ja, wenn es hochkommt, ja. Habt ihr miteinander geschlafen, wenn ihr euch gesehen habt? Ja, jetzt die letzte Zeit, er ruft mich an, ich kann kommen. Dann ist es eine halbe Stunde, Stunde und dann schläft er mit mir und dann sagt, jetzt muss ich wieder hochgehen. Mhm. Und ich habe gesagt, weißt du, wie ich mich dabei fühle? Moment. Mhm. Letzte Woche hatte ich so ein Gespräch mit ihm gehabt und habe gesagt, ich fühle mich so wie eine Bestelldame, die du anrufst. Mhm. So, obwohl Beate, du das vielleicht gar nicht so meinst, aber ich fühle mich so, dann sagt ich benutze, und dann sagt er, ja, wenn du dich benutzt fühlst, dann lass mal es erstmal wieder und schürz und Licht auf. So, jetzt pass auf, jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen und heul jetzt nicht so sehr rum. Das kriegen wir nur geregelt, wenn wir jetzt ein bisschen tough sind. Wenn der zu dir schon sagt, ja, dann lass es sein, das hat er dir ja gesagt, ne?
Was willst du denn noch hören, Mensch? Was willst du denn noch hören von dem? Denkst du denn, der liebt dich? Du bist für den eine schnelle Nummer. Nichts weiter. Du bist für den eine schnelle Nummer. Wenn der Sex, wenn der Bock auf Sex hat, ruft er dich an und kommt vorbei. Obwohl das ja auch gar nicht oft passiert ist. Aber ich glaube, du hast da wirklich ein ganz, ganz großes Hirngespinst im Kopf. Das dich ja schon richtig kaputt macht, wenn du sagst, dass du an Selbstmord denkst. Und ich höre ja, wie fertig du bist. Aber da muss jetzt was passieren, Beate. Sonst gehst du dabei vor die Hunde. Irgendwann muss man, wenn das noch so traurig und so schwer ist, muss man auch kapieren, wenn der andere einen nicht so liebt, wie man selbst einen liebt. Das muss man schon aus Selbstschutz machen. Da muss man gehen. Weil du kannst es, indem du klammerst an ihm, kannst es nicht erzwingen, dass er dich liebt. Das geht nicht. Da musst du den bitteren Weg gehen und dich von ihm abwenden. Du bist eine erwachsene Frau von 43 Jahren. Verdammt nochmal, das wirst du schaffen. Das wirst du schaffen. Irgendwann wirst du sagen, was bin ich froh, dass ich den Schritt damals gemacht habe. Weil dir geht's ja jetzt wirklich richtig mies, ne? Oder? Ja. Da gibt's ja keine Perspektive. Es sei denn, du redest jetzt nochmal mit ihm, aber ich glaube, das hat gar keinen Sinn. Wenn du jetzt nochmal sagst, pass mal auf, ich kann so nicht. Entweder kommst du ganz oder wir lassen es sein. Na, dann wird er dir antworten, wie er es ja schon geantwortet hat. Dann lassen wir es sein. Ja, dann lassen wir es. Er sagt dann immer, oder hat das letzte Mal gesagt, dann lass was erstmal sein, ja, bis ich mal wieder normal werde. Ja. Nur weil ich das gesagt habe, dass ich mich benutzt fühle. Ja, das ist ja auch richtig so. Das ist ja keine Einbildung von dir. Er benutzt dich ja auch. Das ist ja ein richtiges Gefühl, was du hast. Aber aus diesem Gefühl musst du jetzt eine Konsequenz ziehen. Und die muss heißen, dass du Nein sagst und dich von diesem Mann innerlich wegentwickelst. Ich weiß, wie schwer es ist. Ich weiß auch, dass ich gut reden habe von außen. Aber ich will dir ja die Wahrheit sagen, wie ich es sehe. Du bist ja ganz abhängig von dem Typ. Ist so, ne? Ja. Oft wünsche ich mir, ich würde ihn noch mal sehen und dass er mich lieber, dass er mir das so ins Gesicht sagt, ich will nicht mehr dieses, dass ich das von ihm höre. Aber ja, aber er hat doch schon so viel gesagt. Weißt du, wenn mir jemand sagen würde in der Situation, ja gut, dann lassen wir es erstmal sein. Er meint, ich wäre nicht bereit, ich würde ihn nicht verstehen, er wirft mir vor, ich glaube, du verstehst mich gar nicht, die anderen Leute, die ihn umgeben, die würden ihn verstehen. Ich sage, du gibst mir nicht die Möglichkeit, dich zu verstehen, aber ich kann dir nicht mehr beweisen. Mhm. Durchs Telefon, wie soll ich dies beweisen? Durch eine halbe Stunde treffen, wie soll ich dir beweisen, wie sehr ich dich wirklich liebe? Beate, das weiß der längst, aber es interessiert den nicht. Das ist die Wahrheit. Im Gegenteil, das ist dem lästig. Weil dem das die Luft wegschnürt. Der will dich gar nicht so nah an seinem Leben haben. Du bist so angeschlagen, das habe ich jetzt gehört in dem Gespräch, dass ich unbedingt möchte, dass du jetzt mit meiner Psychologin noch ein bisschen sprichst. Ich möchte dich jetzt nicht allein lassen und sagen, hier, pass auf, tschüss Beate, du musst dich von ihm trennen. Das musst du zwar, aber ich möchte, dass du jetzt in Ruhe auch noch mit meiner Psychologin, mit der Elke, sprichst. Ist das in Ordnung? Möchtest du es auch? Ja. Also die theoretische Meinung habe ich dir jetzt gesagt. Das ist nur die Frage, und das kannst du jetzt mit Elke vielleicht auch noch ein bisschen besprechen, wie du das emotional am besten einfädelst oder dass du dir vielleicht auch Hilfe von außen suchst, wenn du das nicht alleine schaffst, wenn du das Gefühl hast, dass du zu labil bist und zu angeschlagen. Ja, ich komme auch gar nicht mehr so morgens. Ich schlafe immer morgens erst um 7 Uhr, weil ich immer nur an ihn denke, die Nacht und gar nicht umwandeln. Ich warte, erste Gedanke ist er und ich will nicht dran denken und verfolgt mich, wie es so. Ja, siehst du, das meine ich damit. Ich glaube, dass da schon auch noch Hilfe nötig ist, dass man dir ein bisschen unter den Arm greift, dass du das durchziehen kannst. Mhm. Jetzt legst du bitte auf. Ja. Und die Elke ruft dich an und ich wünsche dir alles Gute, dass du das schaffst. Ja, danke schön. Von Herzen alles Liebe, Beate. Danke. Tschüss. Tschüss. Hallo Jörg, 34. Guten Morgen, Domian. Hallo Jörg. Ich bin sehr nervös, muss ich dazu sagen. Ach, macht nichts.
Ja, mein Thema sind Geister und Hexen. Aha. Und zwar habe ich von einer Bekannten, das war 98, die war in einer Planetenloge, und die hat mir dann Rezepte mitgebracht. Was ist, beziehungsweise, was ist Planetenloge? So eine Loge, so eine Sekte. Eine Sekte? Ja, ja, die beten wie in Babylon-Zeiten, sage ich mal, noch die Planeten an und deren Götter und sowas. Ah ja. Naja, und die brachte mir halt eine Liste mit, wo Tiernamen draufstehen und Pflanzennamen zugeordnet zu den Planeten. Mhm. Und damit kann man sogenannte Hexenrezepte übersetzen. Hexenrezepte übersetzen? Ja, mhm. Du kennst doch die Hexenrezepte mit diesen Tiernamen, wo jetzt, sag ich mal, eine Fledermaus rein muss, ein paar Schwalben, ein Drache oder irgendwie sowas. Ja, kenne ich so aus Kindergeschichten auch noch. Das ist Realität. Erzähl mal. Ja, und dann hatte ich halt diese Liste, hab die Rezepte übersetzt und hab diese Rezepte dann an mir ausprobiert. Und also, ich muss nochmal fragen, woher hast du diese Rezepte gehabt? Von dieser Loge. Diese Hexenrezepte? Ja. Mhm. Ja, und da werden halt giftige Pflanzen verwendet, wie Eisenhut oder Bilsenkraut oder Fingerhut und ja, Mohn auch sehr viel und Fliegenpilz und so eine Sachen. Ja. Und die habe ich ausprobiert, weil ich halt Geister sehen wollte. Und das ist dann wirklich eingetreten als Halluzination. Ja. Und naja, die Moral von der Geschichte, ich bin dadurch krank geworden. Ich habe eine Psychose dadurch gekriegt. Große Gefahr, gerade bei diesen ganzen Naturdrogen, dass man, liest es ja immer wieder, dass Jugendliche so viel rumexperimentieren mit Dingen, die hier in der Umgebung wachsen. Du hast ja gerade ein paar Beispiele genannt auch, wo es dann auch irgendwann durchdreht im Kopf. Ja, ja. Was, erzähl mal von der Psychose. Ja, die fing 99 an im Februar. Das war die erste. Ich habe jetzt die fünfte. Die fünfte hat jetzt voriges Jahr im Sommer angefangen. Die habe ich immer noch. Erklär mal den Leuten, was eine Psychose ist. Das ist eine Überreizung des Gehirns. Da ist man total empfindlich. Man spürt Kälte und Wärme ganz intensiv. Oder man kann sich kaum auf den Beinen halten. Man wird schwach dadurch. Ja. Man hat Wahrnehmungen halt, in meiner Form sind es jetzt Geister, die ich sehe und höre, ich höre Stimmen. Achso, innerhalb der Psychose auch? Ja, ja, dasselbe. Das heißt, man ist irgendwie völlig abgekackt im Kopf, ne? Ja, ja, ich kann nicht mehr arbeiten gehen, ich habe jetzt einen Rentenantrag auf dem Tisch liegen. Deshalb? Ja, ja, ich habe eine gesetzliche Betreuung, meine Unterschrift ist nichts mehr wert, vom Geld her kriege ich Arbeitslosenhilfe, also ich bin total abgesackt. Deshalb, weil du einmal damals dieses Zeug ausprobiert hast, dieses Hexenrezept? Ja, mehrfach. Ich habe die mehrfach probiert, weil ich das faszinierend fand. Ja. Und da bist du jetzt mit deinen 34 Jahren Frührentner geworden? Noch nicht. Ich habe den Antrag noch liegen. Ob sie den bewilligen, weiß ich nicht. Aber ich bin paranoid schizophren. Ausgelöst durch diese Substanzen? Ja, ja. Mhm. Naja, das Schlimmste ist halt, man sieht alles viel intensiver, man riecht alles intensiver. Also alles ist intensiver. Und vor allen Dingen, man hört auch alles. Also alles dröhnend laut und das nervt unheimlich. Aber du hast auch, damit man das richtig versteht, du hast auch Zeiten, wo du ganz normal wahrnimmst, oder ist das alles verfeinert, das Wahrnehmen? Also am Anfang, 99, bin ich total durchgeknallt. Da war ich total verrückt und bin in der Psychiatrie gelandet, in der geschlossenen. Mhm. Naja, und jetzt mittlerweile hab ich das mit den Medikamenten im Griff. Ich habe am Anfang Diazepam und Tavor, also so Valium-Präparate bekommen und dann halt die normalen Medikamente, Zyprexa, Risperdal und sowas. Mhm. Und jetzt nehme ich zwei Medikamente und jetzt... Die nimmst du permanent? Die nehme ich permanent. Und das heißt, wenn du die nimmst, dann kannst du relativ normal leben? Nein, auch nicht. Auch dann nicht? Ich höre Stimmen mehrfach am Tag und diese Wahrnehmung, aber ich filter das irgendwie jetzt raus. Also ich nehme das zwar wahr, aber ich reagiere nicht darauf. Also für dich ist völlig klar, dass das nicht irgendwelche Stimmen aus dem Jenseits sind, sondern das ist eine Erkrankung deines Gehirns. Also für mich ist es real. Ich sehe zum Beispiel Lichter, die dann als Lichtblitz verschwinden oder ich sehe Fratzen oder mit breiten Gesichtern. Aber du erklärst dir das so, als dass es eben dass es Fehlschaltungen in deinem Gehirn sind. Ja, ja, ich versuche mir das zu erklären. Das ist manchmal ziemlich schwer, muss man sagen. Mhm. Also auf die Dauer, auf die Jahre nervt das. Ja, Nerven ist wahrscheinlich noch sehr lapidar ausgedrückt. Ja, ja. Bereust du das nicht irrsinnig, dass du damals diese Substanzen probiert hast? Ich kann niemandem einen Vorwurf machen. Ich bereue es für mich selber, weil ich selber schuld bin an der Sache. Mhm. Warum warst du eigentlich so scharf darauf, das so etwas mal zu erleben oder gar Geister zu sehen oder zu empfinden? Tja, warum? Warum? Übermut. Hochmut kommt vor dem Fall. Mhm. Ich weiß es nicht, was mich da geritten hat. Ich hatte früher schon mal einen Joint geraucht, das war ja noch relativ harmlos. Ja, dagegen ist das wirklich harmlos, ja. Mhm.
Naja, und dann habe ich halt diese Sachen ausprobiert und es war im Endeffekt ein Fehler. Und ich wollte halt dieses Thema heute hier anschneiden, weil morgen läuft eine Sendung über Hexen. Und da werden wahrscheinlich auch diese Rezepte veröffentlicht werden. Wo läuft das im Fernsehen oder wo? Bei Quox & Co. um 9 Uhr abends. Ach so, ja. Gut, aber die Kollegen werden das schon genau dann auch so veröffentlichen und mit großen Warnungen versehen, dass man das eben nicht nachmacht und auch auf die Gefahren hinweisen. Da bin ich schon sehr sicher. Hast du denn die Hoffnung, dass sich das nochmal, was sagen deine Ärzte, deine Psychiater, dass sich das nochmal reguliert? Kann das verschwinden? Das war jetzt der fünfte Schub, den ich hatte, also die fünfte Psychose. Mhm. Und ob die weggeht oder ewig bleibt, das weiß ich nicht. Wie lange hält denn dann so eine Psychose an? Also die erste hat 3 Monate gedauert. 3 Monate. Mhm. Und du bist während dieser Zeit dann eigentlich gar nicht ansprechbar? Ich bin ja jetzt auch ansprechbar, nur weil ich Medikamente nehme. Ja, aber du bist nicht im Moment in einer Psychosephase, oder doch? Doch, ich habe die im Moment. Ach so. Mhm. Also ich habe viel verloren. Meine Freundin ist weg. Nach 10 Jahren hat die Mücke gemacht. Meine Bekannten und Freunde sind alle verschwunden, weil ich halt in der sogenannten Irrenanstalt war. Ja. Naja, wer will schon was mit einem Verrückten zu tun haben? Aber trotzdem habe ich die Nase nicht voll von dem Thema. Also ich interessiere mich sehr für Esoterik und habe auch jetzt übers Internet Kontakt zu verschiedenen Hexen. Warum? Warum lässt du die Finger jetzt nicht davon? Du hast ja nun genug schon bezahlt für deine... Ich hab mehr wie genug bezahlt. Was soll das? Arbeitslosenhilfe, das sind 550 Euro, die ich da habe. Die Betreuerin teilt mir das Geld ein und macht alles für mich. Ja, das ist doch schrecklich. Du bist ein junger Mann, du könntest eigentlich ein ganz normales, eigenständiges Leben führen. Und wegen so einem Driss, sage ich jetzt mal, ist dein ganzes Leben schon teilruiniert. Und warum gehst du jetzt wieder in diese Szene rein? Lass doch die Finger davon. Ja, stimmt schon. Sollte ich eigentlich. Das verstehe ich wirklich nicht. Erklär es mir. Es ist trotzdem faszinierend. So eine Psychose ist wie so eine Abenteuerreise. Da kann die härteste Droge nicht mithalten. Ja gut, aber das ist ja, klingt ja schon wieder fast, als wäre es toll. Ich möchte nicht sagen, es ist toll, aber es sind Phasen dazwischen, es ist faszinierend. Und dann kotzt es mich wieder total an. Gut, aber wenn ich jetzt sehe, was du alles für negative Einschränkungen hast, fällt es mir schwer, da überhaupt irgendetwas Positives auszusehen. Das stimmt schon. Also, man kann das schon verbinden mit einem ganz dringenden Appell und einer ganz großen Warnung auch an Leute, die Finger von diesen Pflanzen und Fingerhut und ich weiß gar nicht, was es alles ist, davon zu lassen und das nicht an sich selbst auszuprobieren. Ja, wenn man Fehler im Rezept macht, ist man tot. Ja. Also direkt. Ja, also Bilsenkraut oder Eisenhut ist auch giftig, das tötet Pferde. Ja. Ja, also versehen wir das mal mit dem Hinweis auf die Sendung morgen im WDR-Fernsehen, Quarks & Co. Ich weiß nicht genau, wie viel Uhr, ich glaube um 9. So, 9 Uhr. Ja, kommt das. Und dann werden wir sicher noch viel mehr und noch interessantere Sachen vielleicht erfahren. Und deinen Anruf werte ich jetzt auch mal doch schon auch als Warnung, ne? Ist es auch, ja. Lieber Jörg, möchtest du mit meiner Psychologin noch reden? Oder, ich bin in Betreuung. Du bist in Betreuung, habe ich mir schon gesagt. Ja. Dann wünsche ich alles Gute von Herzen. Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Jennifer, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Jennifer. Ich habe ein Problem. Also, das war angefangen am 11. August. Bin ich heimgekommen von der Arbeit und habe erfahren, dass mein Freund einen schweren Verkehrsunfall hat. Also ich muss jetzt mich beherrschen, dass nicht gleich wieder das Wein anfangen. Ja. Und... Wie schwer war der Verkehrsunfall? Also es waren normalerweise... Ich habe es eigentlich vor 4 Monaten geträumt gehabt, dass wir einen Autounfall haben und dass einer von uns stirbt. Habe aber nicht gesehen, wer. Mhm. Und habe ihm das auch noch erzählt und dann haben wir halt darüber gelacht. Ja. Und ich bin dann heimgekommen von der Arbeit. Mhm. Und mein Vater ist bei der Feuerwehr und hat mir dann mitgeteilt, ja, dein Freund hat einen schweren Verkehrsunfall gehabt und der Fahrer ist schwer verletzt. Sie wissen nicht, ob er durchkommt. Mhm. Und auf Krankenhaus hin habe ich halt nur noch gehofft, hoffentlich lebt er. Mhm. Und im Krankenhaus haben sie halt angesagt, er ist gestorben. Ein Genickbruch. Und der Beifahrer hat überlebt, hat nur Prellungen gehabt. Mhm. Und das Schlimme ist für mich, ich habe eine Arbeit nach langer Zeit gefunden. Ja. Er war froh drum, weil er war halt immer für mich da. Ja. Er war Freund und Freundin eigentlich zugleich. Ja. Wie lange wart ihr? Ein Paar? Eineinhalb Jahre. Es hat nicht jeder gewusst. Also es haben nur 3 Leute oder so gewusst. Ja. Und
als ob ich das erfahren habe, dass er gestorben ist, war das eigentlich ein Weltuntergang für mich. Ja. Weil er war für die Probleme immer da, wenn ich hatte, egal was, ich konnte immer zu ihm kommen und er hat immer einen Ausweg gefunden. Ja. Oder hat mir einen Rat gegeben. Und du hast eine Arbeit gefunden, die du jetzt wahrscheinlich... Ja, auch Spaß gemacht hat. Und ja. Kannst du die überhaupt jetzt ausführen? Ich habe die Arbeit verloren, weil sie mir... also ich, die erste Woche haben sie mir freigegeben, wo er gestorben ist. Ich habe am 8. August angefangen und am 11. ist er gestorben. Und, aber was ist, schon, was ist schon eine Woche? Ja, und dann hat er mir frei, haben sie mir freigegeben und ich wollte wieder auf der Arbeit, weil ich Ablenkung gebraucht habe, weil daheim waren zu viele Erinnerungen. Und ich habe es teilweise auch akzeptiert dann, weil ich im Behindertenheim gearbeitet habe und gesehen habe, was für schwere Unfälle drin sind und mit 21 wäre dann querschnittsblind gewesen. Ja. Also was hätte passiert? Also wäre schon schlimm gewesen. Ja. Aber dann kamen sie am 29. September zu mir und sagten zu mir, ja, sie kündigen mich, weil sie der Meinung sind, also ich habe ein Gespräch gehabt mit also mit der Chefin selber, wegen dem Bewohner. Ja. Und ich war halt nervös, weil insgesamt ich vor Chefs immer nervös bin. Ja, und das habe ich versucht zu erklären. Und dann haben sie halt der Meinung gemeint, ich sollte mich doch bis Ende Oktober krankschreiben lassen. Und dann muss ich gehen. Hm. Und es hat mir halt so weh getan, weil die Arbeit hat mir halt schon irgendwie einen Halt noch gegeben. Bist du denn jetzt im Moment noch krankgeschrieben oder bist du ich schon freiwillig gegangen? Ich bin noch krankgeschrieben. Aber das finde ich aber auch sowas von normal, dass man nicht nach einer Woche dann schon wieder voll einsatzfähig ist. Ja, aber ich verstehe halt nicht, wo da die Menschlichkeit bleibt, wenn man wegen so einem Grund gekündigt wird. Ja. Und ich habe halt so viel Pech schon. Vor allen Dingen auch noch in einer sozialen Einrichtung, wo es ja eigentlich ein bisschen menschlicher zugehen sollte, als vielleicht auf einer Bank oder in einer Firma. Und das Schlimme ist halt, viele Freunde wollen halt nichts mehr davon hören, dass er gestorben ist. Und das tut mir halt weh. Bist du ganz alleine? Also damals hat mir meine Freundin die Bedingung gestellt, entweder sie oder er. Und daher, dass sie mich eigentlich nur ausgenutzt hat, wo er mir die Augen geöffnet hat, war er mir eigentlich wichtiger. Das heißt, du hast im Moment keine Freunde, Freundinnen um dich herum? Nee, Freunde zwar schon, wo ab und zu mal anrufen, aber so, dass die jetzt tagtäglich mit mir zusammenhängen. Das heißt, ein richtiger Freund, wie ich mit ihm zusammenhängt war, tagtäglich telefoniert habe, so ist es nicht. Das heißt im Klartext, dass du mit deinem Schmerz und deiner Traurigkeit abends ist es halt immer schlimm. Ganz alleine bist. Ja, abends ist halt immer schlimm für mich, weil ich dann immer daheim hocke und weine. Und dann, ich weiß nicht, weil ich mich nicht verabschieden konnte, gar nichts. Ja. Und das ist halt das Schlimme. Und ich verstehe nicht, warum er da so schnell gefahren ist, wo er eigentlich immer vorsichtig gefahren ist. Also er war schuld? Ja, er war selber schuld am Unfall. Ja. Und es du war hast... auch im Fernsehen RTL damals. Und du hast das wirklich... ein paar Monate vorher geträumt. Ich habe 4 Monate vorher das geträumt. Dass jemand stirbt. Also, dass wir einen Autounfall haben und dass jemand stirbt, aber ich habe nicht gesehen, wer. Mhm. Und das Schlimme ist, heute kam meine Mutter zu mir und sagt, ja, sie hat geträumt, sie stirbt. Und dann haben wir gedacht, oh nee, hoffentlich passiert jetzt nicht noch sowas. Nee, wir wollen aber nicht das alles zu schlimm jetzt sehen. Ja, ja, aber weil wenn man sowas schon mal träumt. Ja, ja, natürlich, wenn es schon passiert ist, ja. Wie hast du denn, du hast gerade gesagt, ich habe mich gar nicht so verabschieden können von ihm. Natürlich nicht bei einem Unfall. Wie hast du die Beerdigung erlebt? Ja, ich habe einen Abschiedsbrief noch geschrieben, habe ihn auch vorgelesen bei der Beerdigung. Und der Fehler war, ich habe ihn mir nochmal angeschaut. Ich hätte ihn mir nicht mehr anschauen sollen. Also hast weil er hat halt nicht mehr ausgeschaut. Also er ist am Montag gestorben, am Samstag war die Beerdigung. Ja. Und er hat halt... weil er halt so blau war, auch angelaufen, weil er ja einen Genickbruch gehabt hat. Weiß nicht. Also jetzt hast du also, diesen Eindruck in Erinnerung. Und seit Tagen kann ich nicht schlafen, weil ich immer, wenn ich einen Wunsch frei hätte, ich möchte ihn gern nur noch das letzte Mal sehen und noch mal umarmen. Ja, ja. Auch wenn es nicht geht. Jennifer, ich finde ganz wichtig, dass du einen Menschen hast im Moment, mit dem du deine Trauer ein wenig besprechen könntest.
weil du bist ja, den Eindruck habe ich, dass du ganz für dich alleine das alles ausmachst. Ja, ich schreibe ja auch, also im Tagebuch viel, ich habe extra ein Buch. Kannst du denn mit deiner Mutter übrigens auch darüber sprechen? Ja, die wollen zur Zeit davon gar nichts mehr hören, die können es nicht mehr hören. Weil ich aber nur was, noch von dem Tod rede. Ja, Moment, aber was ist denn da los bei dir? Das ist ja nur, ist zwei Monate her. Was steigert, die haben ja nicht gewusst, dass ich mit ihm zusammen bin. Ach so. Ja, Tagebuch schreiben ist natürlich schon immer auch so ein bisschen Selbsttherapie und hilft einem. Aber ich glaube, wenn man so einen Schock hat und so eine Traurigkeit in sich hat. Das Schlimme ist halt, weil viele sagen, ja, ich soll ihn vergessen und ich soll aufhören, sowas zu schreiben, Gedichte am Grab hinlegen und so. Mach es, ich finde es gut. Schreib auch Gedichte, ja, und leg's auch hin. Das halte ich für einen ausgesprochen dummen Ratschlag, das als schlecht darzustellen. Ich glaube, dass es ein Teil von Trauerarbeit ist und von Trauerbewältigung auch. Ich verstehe halt nicht, warum die alle Sachen, ja, die können das gar nicht verstehen, wenn einer tagtäglich mit einem zusammen ist und dann Probleme anhört und dann von heute auf morgen weg ist. Furchtbar, furchtbar. Ganz schlimm. Jennifer, und ich möchte... Und gerade 21, dass er stirbt. Das ist er war 21. Ja. Wir machen mal Folgendes. Du legst jetzt gleich mal auf. Und dann werden wir dich wieder zurückrufen. Okay. Und dann werden wir gemeinsam mal überlegen, auch in aller Ruhe, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, dass du irgendwie an einen Menschen oder noch unter Leute kommst, die vielleicht in ähnlicher Weise auch betroffen sind wie du. Mhm. Wir wollen mal überlegen. Okay. Das heißt, wir rufen dich gleich wieder an. Okay. Okay, alles Liebe. Okay, tschüss. Tschüss. Hier ist Mike. Hallo? Hallo Mike. Na, grüß dich, Domian. Du bist 19. Genau. Vorab darf ich noch mal wen grüßen? Bitte? Darf ich noch mal kurz wen grüßen? Ja, reden wir erstmal über das Thema. Alles klar. Um was geht's denn? Ja, ich grüße alle Hannoveraner Göttinger Hooligans. Also, ciao. Aber, ach Junge, das ist aber ein bisschen arm. Machen wir weiter mit Renate. Renate ist 61 Jahre alt. Ja. Hallo Renate. Hallo. Du grüßt jetzt nicht die Hooligans. Nein. Das war auch keine schlechte Idee, aber ich würde da nicht auflegen. Na, die Hooligans müssen wir nur gar nicht grüßen, aber... Nein, natürlich nicht. Ja. Um was geht's bei dir, Renate? Es geht um Folgendes. Ich habe zwei Töchter. Eine, die ist 23 und eine ist 20 und die 20-Jährige, der hat man gesagt, als sie 18 Jahre alt war, während eines Geburtsvorganges, dass sie an Leukämie erkrankt ist. Also sie hat ein Kind bekommen und da hat man das gesagt? Ja, hat man zufälligerweise die Leukozyten, die weißen Blutkörperchen, gezählt und die waren extrem hoch und dann hat man ihr ins Gesicht geschleudert, sie leidet an Leukämie. Mhm. Und dann hat sie nach 4 Wochen Stillzeit die abgebrochen, die Stillzeit, und eine Chemotherapie angefangen. Ja. Und diese Chemotherapie, die belastet sie sehr stark. Das Kind ist mittlerweile 1,5 Jahre, das Mädchen. Ja. Sehr lebhaft, sehr agil und fordert allen ganz, dieses Kind. Ja. Und wenn sie diese Chemo macht, dann geht es ihr sehr schlecht, dann hat sie Erbrechen, fürchterliche Müdigkeitserscheinungen. Das heißt, sie ist jetzt immer noch in der Phase der Chemotherapie. Wie viel hat sie denn dann schon gemacht? Ja, das musst du leider das ganze Leben machen, bis du stirbst. Das ist ein Tod auf Raten, wenn ich das ehrlich sage. Das ist also nicht menschlich. Das kann man nicht abbrechen. Es ist so, die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten, bei den normalen Menschen sterben die ab. Ja. Und bei denjenigen, die an Leukämie erkrankt sind, da leben die einfach wahllos weiter und vermehren sich bis ins Uferlose. Wie oft muss sie dann diese Chemotherapie? Ja, das musst du ständig machen. Also du kriegst Tag- und Nachttabletten und bist eigentlich immer unter Drogen und kannst eigentlich es gibt keine ein paar Wochen Ruhe, sondern nein, sie muss ständig die Tabletten einnehmen. Ja, du musst eigentlich, um den Leukozyten sozusagen sie in ihre Bann oder zerbrechen, musst du sie immer betäuben. Und die Nebenwirkungen sind vergleichbar mit einer Chemotherapie, wie man es aus anderen Krebsbehandlungen auch kennt? Ja, nämlich, dass es noch ein bisschen heftiger vielleicht. Das heißt, sie hat in dieser letzten Zeit gar keine ruhige Phase mal gehabt, wo es ihr gut ging? Es geht ihr gut, wenn sie die absetzt. Wir wohnen nicht zusammen, also wir wohnen zwar in der Nähe, aber nicht so, dass wir in einem Haus wohnen. Aber sie darf sie ja nicht absetzen, ne? Ja, aber das macht sie natürlich. Ja. Weil sie sagt, ich möchte also wieder noch ein bisschen normal leben und sie ist Model und
checkt dann durch die Welt und Tänzerin und Choreografin. Wie, das kann sie doch alles machen? Ja, ne? Das macht sie dann und sie hat den eisernen Willen und das geht dann wieder ein paar Wochen gut und dann nimmt sie dann auch wieder die Tabletten, weil ich sie dazu ermahne. Mhm. Und dann geht es ihr wieder sehr, sehr schlecht. Gibt es denn, ich bin in Sachen Leukämie nicht informiert, gibt es da keine Heilungschance? Ja, es gibt eine Heilungschance, und zwar, wenn man einen Spender findet. Ach so. Aber den Spender suchen wir weltweit. Sie hat so eine schwierige Konstellation. Also ein Knochenmarkspender. Knochenmarkspender, mhm. Genau. Mhm. Nur da haben wir keinerlei Erfolg. Mhm. Also das wird nicht funktionieren. Also dich belastet das sehr? Ja, das belastet mich wahnsinnig, weil ich mich dann auch oft falsch verhalte. Inwiefern? Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, sie ist ein Lebemensch und sie beutet mich dann irgendwo finanziell auch aus. Aber sie wird doch gut verdienen, wenn sie ihren Model. Nein, das täuscht. Also hat sie nicht so tolle Jobs? Ja, die hat so Gelegenheitsjobs. Ja. Die sind, da geht vielleicht mehr an Spesen drauf, also an Fliegen oder sonst was. Also keine Bombengagen pro Tag. Nein. Aber ich habe halt immer gedacht, es ist sehr wichtig, dass man, wenn man lebt, bewusst lebt. Ja. Und ihr, das gibt ihr auch wieder Kraft. Ja, natürlich. Auf der anderen Seite habe ich dann das Enkelkind zu versorgen und dieses Enkelkind hat tierische Ängste, weil ihre Mutter nicht da ist. Jetzt lebe ich in diesem Zwiespalt. Also einerseits helfen zu wollen, andererseits auch das Gefühl zu haben, sie nutzt mich schon irgendwie aus. Ja, das Ausnutzen ist eigentlich so sekundär. Das macht mir nicht so viel Probleme, weil ich kann es finanziell verkraften, nur mal so sagen. Aber dass das Enkelkind seine Mutter vermisst, siehst du? Mhm. Und dass ich mir eigentlich denke, sie sollte mehr für dieses Kind leben. Um mir das begreiflich zu machen, zum Beispiel in im Zeitraum eines halben Jahres, wie lange ist sie denn da unterwegs? Es ist so, also sie ist, sagen wir mal, 3-4 Tage unterwegs, ist dann wieder 3-4 Tage zu Hause und ist vielleicht eine Woche auch wieder zu Hause und ist dann wieder 3-4 Tage unterwegs. Aber dies bekommt diesem Enkelkind gar nicht. Das glaube ich, ja. Jetzt habe ich ihr gesagt, sie soll zu Hause bleiben, ich unterstütze finanziell, aber... Aber Renate, wenn das nicht so Bombenjobs sind, wo man jetzt vertraglich gebunden ist und große Konventionalstrafen zahlen muss, warum macht sie es wirklich nur so aus... Um leben zu können. Gut, aber ist sie denn da nicht erreichbar? Doch, wenn sie ist erreichbar. Moment, nein. Ist sie nicht erreichbar, wenn du auch an ihre Verantwortung als Mutter appellierst? Ja, sie hatte zur letzten Situation, da war sie mit ihrem Lebenspartner in Urlaub und dann habe ich zu meiner anderen Tochter gesagt, ich finde, es sind eigentlich Rabeneltern, weil sie das Kind nicht mitgenommen haben. Ja. Da muss ich aber dazu sagen, ich hatte sie beide schon ein bisschen bestärkt und gesagt, sie sollen in Urlaub fahren, um sich mal Kraft zu sammeln und vielleicht wieder neu zu finden. Mhm. Und es wuchs mir aber die Situation etwas über den Kopf, muss ich dazu sagen. Ja. Dann habe ich auch zu meiner anderen Tochter gesagt, sie sind Rabeneltern, was natürlich auch nicht so ganz fair ist, aber ich habe es gesagt. Aber vielleicht unterstützt du diese Lebensweise ja auch zu sehr. Ja, das vielleicht frage ich dich ja. Ja, vielleicht könntest du ja von deiner Seite aus eben nicht nur durch kluge rhetorische Appelle da etwas verändern, sondern auch einfach, indem du dich etwas anders verhältst. Ja, ich bin jetzt dabei. Ich versuche mich da jetzt selbst wieder zu finden, aber das sind immer so Zwiespäne. Vielleicht hast du es einfach übertrieben, auch in deiner Art helfen zu wollen. Ja. Also ich bin so ein Helfersyndrom, muss man sagen. Und das leuchtet mir auch ein, dass das Kind... Das ist ein Zwiespalt, weißt du? Ja, und dass das Kind auch mehr Betreuung braucht. Bitte? Entschuldigung. Auch, dass das Kind mehr Betreuung braucht, das ist mir schon völlig klar. Also das Kind klammert sich dann an mich und ich bin dann eine totale Bezugsperson. Mhm. Und also ich lasse dieses Kind keine Sekunde aus den Augen und aus dem Stich, so ist es nicht. Also die akzeptiert mich dann auch voll, aber ich habe die Idee, eine Mutter ist eine Mutter und eine Großmutter ist nur eine Großmutter, verstehst du? So, und dann nimm du etwas. Nimm du das alles ein bisschen zurück. Es liegt auch ein bisschen, wie ich die Situation verstanden habe, eher auch in deiner Entscheidungsgewalt, was da abgeht. Ja. Und, ne? Finde ich schon. So, und parallel dazu kann man ja das auch ihr noch mehr begreiflich machen. Ich frage mich eben, weißt du, sie ist 20, ich bin sehr, sehr alt, ich habe sie ganz sehr spät bekommen. Mhm. Das sind natürlich schon, divergieren schon Welten, wollen wir so sagen. Ja. Verstehst du? Also jetzt nicht emotional, sondern mehr verstandesmäßig. Ja.
Aber sie muss eben auch, ich finde, gerade wenn sie 20 ist, muss sie eben auch lernen, trotz ihrer schweren Krankheit auch eine Verantwortung zu tragen. Also sie liebt das Kind heiß und innig. Na gut, lieben, na gut, aber nur mit dem Lieben ist es nicht getan, dafür muss sie auch was tun. Ja. Also du meinst, ich sollte das dann etwas unterbinden? Ich finde schon, ja. Ganz eindeutig. Mhm. Und ich finde, das ist auch moralisch völlig vertretbar. Ich finde, dass du dann dadurch deiner Tochter nichts Schlechtes tust. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Weißt du, weil ich habe mir so innerlich gesagt, wenn man vielleicht nur eine kurze Zeit zu leben hat, das kann mir natürlich genauso blühen, aber ich bin alt, dann okay, dann trifft's mich halt. Dann sollte man die Lebensqualität vielleicht noch steigern. Das war also so mein inneres... Ja gut, aber die Lebensqualität ist ja nicht dadurch verschlechtert, wenn sie sich mehr um ihr Kind kümmert. Ja, da hast du schon recht. Ja, also ganz klar. Meinst du? Mach mal, Renate. Ja, sagst du so. Alles Gute. Ja, ich bedanke mich für deine Mühe. Dankeschön. Bis demnächst. Tschüss. Dann. Tschüss. Und die Gabi, 46, 46. Ja, genau, 46. Hallo Gabi. Hallo. Und was geht's bei dir? Ja, ich habe ein Riesenproblem. Ich stehe eigentlich zwischen zwei Männern. Und da ich sonst niemanden habe, den ich mal um Rat fragen kann, deswegen habe ich mich gemeldet. Mhm. Wer sind also, die beiden Männer? Der eine liebt mich und ich liebe den anderen. Oh je. Aber es sind beides, ich sag mal, nur so Affären. Also du bist nicht mit einem verheiratet oder so? Nein. Ich bin schon länger geschieden. Ja. Und die habe ich also neu kennengelernt. Wie lange kennst du die beiden Männer? Den einen 4 Monate, den anderen 3 Monate. Ach so, das ist ja nun ganz frisch. Ja, ja. So, und einen liebst du? Genau, und der andere liebt mich. Und warum hast du Kontakt mit dem noch, den du nicht liebst? Weil er es nicht akzeptiert, dass ich Schluss gemacht habe mit ihm. Mhm. Und deshalb, weil er es nicht akzeptiert, hast du noch Kontakt mit ihm? Ja, ja. Warum? Also, ja, vielleicht kann ich schlecht Nein sagen, aber andererseits... Also er ist ein Typ? Er ist auf jeden Fall ein sehr netter und sehr lieber und... Gut, aber du bist nicht verliebt in ihn. Da nein. ist nichts Ernstes im Spiel. Nein. Und bei ihm ist das so? Ja, bei ihm ist es ja so. So, und du hast gesagt, eigentlich möchte ich dann auch keinen Kontakt, aber das akzeptiert er nicht? Nein. Und folglich lässt du dich dann doch noch wieder auf irgendwie eine Art von Kontakt ein? Ja, so einmal die Woche dann schon. Ja, das ist ja falsch. Aber das mein größtes Problem ist eigentlich der andere, den du liebst, aber der dich nicht liebt. Doch, auch. Also er sagt es zumindest. Ja. Aber der lebt in einer festen Partnerschaft und ist ziemlich unnahbar. Also er äußert sich überhaupt nicht, in keinster Weise. Und eigentlich möchte ich mit ihm... Also eine richtige Partnerschaft haben, aber solange er natürlich noch in einer Partnerschaft lebt. Du sagst, er äußert sich in keinster Weise. Nee. Das heißt, du weißt gar nicht genau, ob er dich auch liebt oder ob er es liebt. Doch, das ja, das sagt er schon. Das hat er gesagt. Das sagt er schon, aber... Weißt du was über diese Partnerschaft, wie die funktioniert oder ob die nicht funktioniert? Eben, davon sagt er überhaupt gar nichts. Ja. Gar nichts. Nun ist es ja alles auch noch recht frisch, ne, mit den 3-4 Monaten. Aber ich habe jetzt auch das Problem, also der ist 4 Jahre jünger als ich und seine Freundin ist 35, also 11 Jahre jünger als ich. Und da macht man sich natürlich seine Gedanken und... wobei ich glaube, letztendlich wird das gar nicht ausschlaggebend sein. Da spielen andere Dinge mit. Also du hast die Sorge, dass sie bessere Karten hat. Ich möchte gerne für mich gewinnen, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das machen soll. Also, lass uns nochmal eins nach dem anderen. Den ersten, von dem würde ich mich, um die Sache einfacher zu regeln in deinem Leben, wirklich gänzlich erstmal verabschieden. Also auch nicht einmal in der Woche und so. So. Mhm. Und das andere jetzt mit dem, das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Ich würde dem Ganzen noch ein bisschen Zeit geben und Zeit lassen. Meinst du, dass die Zeit das bringt, dass er sich dann doch lösen könnte? Unter Umständen ja. Ich finde 3 Monate. Wie lange ist der zusammen mit seiner Freundin? Auch über 10 Jahre. Ja, dann sind 3 Monate gar nichts.
Da sind 3 Monate gar nichts. Du, aber ich finde, du hast das Recht herauszubekommen, was das für eine Beziehung ist. Und herauszubekommen, ob das auch wirklich ehrlich ist, was er zu dir sagt. Und darauf kannst du bauen und darauf kannst du dich auch dann entwickeln, wie du dich entscheiden wirst. Ja, also ich denke mal schon, dass das ehrlich ist, weil wir sehen uns täglich und der schafft das also täglich irgendwie dann wegzukommen und sich mit mir zu treffen. Und So Gabi, jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Ja. Mein Rat, mein Tipp ist nochmal, dem schon noch ein bisschen Zeit zu geben. Wir rufen dich aber gerne auch gleich nochmal an, dann kann man noch ein bisschen ausführlicher reden. Ja, okay? Okay, alles Gute. Danke. Tschüss. Meine Lieben, Gudrun Hausen war in der Technik. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr mich anrufen. Dann sind die Leitungen geschaltet. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Und guckt mal rein in nachtlager.de oder domian.de. Tschüss.